Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir haben gerade gesehen, wie... Was ist das hier? Feuer, oder? Sieht interessant aus. Wir haben gerade gesehen, wie bei jemandem der Kopf geplatzt ist. Sorry. Wir waren, glaube ich, auch ein bisschen dran schuld. Moment, hier war es schon drin. Haben wir jetzt hier alles? Ja, ne? Ich überlege, ob ich so einen Kanister mitnehme, weil ich glaube, da... Ach so, jetzt sind wir natürlich relativ langsam. Aber ich glaube, da oben war halt... Wo wir jetzt hingehen werden, war halt auch ein Phantom, glaube ich. Klar, da müssen wir den Typ finden, damit wir die Schlüsselkarte bekommen, aber das fange ich nicht an. Moment mal, können wir das damit aufspringen? Oh. Das war der Plan, ja. Wenn wir es damit aufspringen. Ich würde es trotzdem gerne nochmal probieren, ob man es damit aufspringen kann. Weil es sieht irgendwie so aus. Wir müssen es halt nur so einstellen, dass das Ding nicht irgendwie vor mir explodiert. Was war denn das? Ist das irgendwo rangekommen? So, ich bin da rausgekommen. Okay, okay, okay. Es ist nichts passiert. Wir müssen einfach so ein Ding mitnehmen. Mann, 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 Mann. Die sind aber auch sehr explosiv. Also sorry, wie ist denn das gelagert? Hauptsache verschwendet. Scheiße, Mann. Aber eine haben wir noch. Und ich glaube, da oben lagen dann auch noch welche rum. Interessant, dass die das ausblenden, wie das aussieht. Also normalerweise, wenn ich das so vor meinem Gesicht trage, sehe ich ja nichts. So wie jetzt halt nur komplett, ne? Also man würde ja gar nichts sehen. Man müsste ja so komplett an der Seite vorbeigucken. Aber okay. Ach ja, da ist ein Geschütz, aber es ist... Ja, okay. Ist nicht böse auf uns, weil ich glaube, wir haben dieses Armband jetzt dran, dieses Tracker-Armband und deswegen ist alles gut. Apfel. Was? Die Wein? Whisky können wir mitnehmen oder Sekt, aber Traumazentrum haben wir doch schon gehabt. Aber wir können die Flaschen nicht mitnehmen, die Weinflaschen. Volontär... Quartiere. Ich brauche mehr Leute, die Volontäre sind unruhig, noch mehr als sonst. Nummer 11 hat heute Morgen gedroht, mir den Schädel einzuschlagen, wenn er seine Beine nicht vertreten darf. Der Code für hier oben ist nun 2328, nicht mehr der Verzeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir beim Eintippen zugesehen haben, daher habe ich ihn geändert. Treffen mit Gustav. Sehr geehrte Frau Goodwin, Bezug nimmt auf meine bisherigen Anfragen, möchte ich mich noch einmal erkundigen, ob es Neuigkeiten zum Besuch von Gustav Leitner gibt. Findet er noch statt? Und falls ja, wäre es möglich, eine Kopie seines Reiseplans zu erhalten? Ich würde ihn sehr gerne treffen. Der Code für Ihr Büro lautet 0451. Neurokartografierung, falls möglich. Dr. Igwe, ich habe Ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, aber es gibt keine Garantien. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie Ihnen mit. Okay, danke. Besuch von Leitner, sehr gut. Igwe ist aufgetaucht, ruhig und höflich. Hat Leitner die Hand geschüttelt, als ob er Angst hätte, ihn kaputt zu machen. Hat ihn gebeten, ein Album zu signieren, das er mitgebracht hatte. Leitner wirkte geschmeichelt, das war also ein Pluspunkt. Wir haben versucht, es ihm so bequem wie möglich zu machen. Sein Zustand hat nichts an seinem Verlangen nach Zigaretten geändert. Seine Finger haben die ganze Zeit gezuckt. Es ist eine Schande. Dieses Talent, kein Wunder, dass es gescannt werden wollte. Okay, das war's. Noch irgendeinen Code bekommen, vielen Dank. Dr. Silvani Bellamy, ah, da muss man doch sowieso irgendwie rein, ne? Mich recht im Sinne. Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wesen von Erfahrung, mein Innenleben, wissenschaftlich erklärt werden? Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn? Oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz des Universums ist? Hat war das schon mal, das kam mir bekannt vor.
Personal, bitte räumen Sie diese restlichen Kisten so bald wie möglich in mein neues Büro in der Neuromod-Abteilung. Prinzipien der Neurowissenschaft, 10. Ausgabe. Das Gehirn wurde einst als zu warm. Achso, das hat man schon. Testsubjekt. Ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit, hoffentlich auch weiterhin. Wenn die Tests nicht erfolgreich sind und irgendwas schief läuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immerhin freiwillig gemeldet. Wenn sich die Tests in die Länge ziehen, sollten Sie Ihr Büro vielleicht runter zum Simlab verlegen. Weniger Aufwand für Sie und Sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unseren Erfolg gefeiert haben. Mhm. Ich sollte doch auch in mein eigenes Büro irgendwie gehen. Und eine Videodatei genau angucken. Ein bisschen Musi. Stelle Ziel kein Alien-Material entdeckt. Danke. Diagnose ausführlich. ISS nominal. Energielevel nominal. Sehr geil. Nominal. Neigungswinkel Fehler. Bitte Techniker kontaktieren. Ja. Wie er einfach mal diesen Mimik innerhalb von einer Sekunde platt gemacht hat. Geil. Dann nicht gerade irgendwo Notiz? Ach, hier oben. Passwort OMG Hot Boss. Jason Chung. Code geändert. Die Kerle von der Wartung haben das Keypad von meinem Büro vermurkt. Ich habe es auf 0451 zurücksetzen lassen. Ich bin eine Weile in den Sim-Laboren. Falls Sie also was brauchen, bedienen Sie sich einfach. Okay. Ich brauche alles. Dein Büro, das ist mein Büro. Sehr geil. Willkommen zurück. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Ja, dann wird er sagen, alles freiwillig, blablabla. Oh, Schrumpflinte! Woo! Sehr geil. Benutze Maus, um vorne Schrumpflinte zum Nachladen. Drücke T, um mehr zu erfahren. Die Drone Tactical Pump Gun verursacht maximal Schaden auf kurze Distanz. Ihre Wirksamkeit lässt allerdings bei größeren Distanzen erheblich nach. Sehr geil. Wurde aber auch Zeit. Ich würde gerne mal schießen, aber ich habe nur ganz wenig Munition, glaube ich. 6 Schuss, deswegen, ja, da habe ich eigentlich keine Lust, da was zu verschwenden. Dreimal Neuromod, was geht denn, Jungs? Zwei Medien. Talos. Was denn? Ach, jetzt ist es voll, oder was? Jetzt ist es soweit. Inventar voll, fuck. Okay, ich könnte jetzt natürlich hier im Schrank was lagern, weil ich ja eh den ganzen Schrott momentan nicht brauche. Moment, da wird angezeigt, was ist, seht ihr das? Also die Dinger hier unten. Die Frage ist halt nur, wie kann ich aus den Sachen irgendwas bauen? Brauche ich irgendwas überhaupt nicht? Ich brauche erstmal keine 9mm Munition, wenn ich keine 9mm habe. Aber will ich das wirklich hier lassen? Warnung. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminals oder Keypads kann zu Stromschlägen führen. Wenden Sie sich an den Sicherheitsdienst, wenn Sie beim Zugreifen auf ein System auf Probleme stoßen. Recycler-Schild. Spezialisierter Schild, durch den du immun gegen Recycler-Ladungen bist. Die Fähigkeiten anzugmodieren und schaltet mehr Plätze frei. Okay, cool. Das nehmen wir einfach mal mit. Neuromods haben wir jetzt 4 Stück. Nekropsie. Du erhältst wertvolle Organe aus Typhon-Überresten. Typhon-Organe können recycelt werden, um exotisches Material zu erhalten, das der Herstellung von Neuromods dient. Stoffwechselboost. Verdoppelt die Dauer des Wohlgenährt-Bonus sowie die durch Verzehr von... Mediziner 2. Auch nicht schlecht. Ja, aber ich werde es wieder erstmal aufheben. Vielleicht brauchen wir ja dann irgendwann Hebelkraft 2 oder Hacker irgendwas oder so. Momentan habe ich 4. Okay, ich könnte eh nur Hacker 1 lernen. Hacker 2 brauche ich schon weitere 4.
Materialexperte erhöht den Ertrag beim Recyceln um 20%. Schlagkalibrierung. Schlagkalibrierung. Reduziert die Ausdauerkosten. Okay, okay, okay. Sind halt auch schon relativ teuer. Sicherheit. Schusswaffen. Erhöht den Schaden von Sicherheitswaffen auf 120. Aha, aha. Kampffokus. Versetzt dich 10 Sekunden lang in einen Zustand, in dem du die Zeit. Aha, aha. Lautlosigkeit. Ah, ich werde die Mods erstmal noch nicht einsetzen, glaube ich. So, jetzt haben wir. Schrotpatronen. Eine Packung mit Hochgeschwindigkeitspatronen für Kaliber 12 Schrotflinten. Schrotflinten. Okay, also das scheinbar zu haben, jetzt zweimal Pflanzen, aber uns fehlen wohl einmal Eisen und einmal keine Ahnung, was das ist. Und hier fehlen uns wohl dreimal Eisen und zweimal keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das nicht vorher mal erklären, wie das funktioniert. Also wir müssen jetzt hier irgendwas loswerden, weil die Medikits sind ja wichtig. Ich will aber eigentlich ungern Munition, Nahrung, Neuromods da lassen, Waffen will ich nicht da lassen. Das Psyding brauchen wir bestimmt auch irgendwann mal. Ich glaube, ich lasse erstmal Sachen hier, die wir eh nur einmal haben. Wir brauchen ja nur zwei Plätze, wenn ich das richtig sehe, für das Medikit. Zwei Plätze. Also, das hier brauchen wir nicht. Das können wir. So. Was ist das? Organisches Material, genau. So. Halt, jetzt haben wir noch zwei Plätze frei. Hä? Ach, wir haben nur zwei nebeneinander gebraucht. Na, das sagt mir das doch. Ich glaube aber, dieses Material, das brauchen wir dringender. Ich nehme das mal mit. So. Es wird wirklich voll, aber ich glaube, wir können das Inventar mit Sicherheit auch irgendwann erweitern, weil guck mal, hier haben wir noch mega viel Platz. Vielleicht macht das ja sogar irgendwie eine Mod? Hebelkraft oder sowas? Du kannst noch schwere Objekte anheben und Objekte noch weiter werfen. Geworfene Objekte. Ah, nee. Hm. Traglast, Anzugsmodifizierung. Durch erweiterten Inventarplatz und erlaubt die von zweitlichen. Das hier, oder bräuchten wir? Wenn wir das und das machen. Kann ich mal machen. Das könnten wir uns leisten. Aber das würde sich halt nur lohnen, wenn wir wirklich dadurch jetzt mehr Inventarplatz bekommen. Deswegen speichere ich mal vorher, bevor ich das mache. Weil wenn es nicht so ist, dann will ich es auf jeden Fall nicht dafür verschwenden. Zerlegen. Ausrüstung. Ja. Jetzt haben wir das dazu bekommen, oder? Wenn ich es richtig sehe. Ja, nice. Dann hat sich's gelohnt. Dann lasse ich das so. Und es war wieder so. Ich habe es gebraucht. Ich brauchte mehr Inventarplatz und habe dafür meine Neuromods verwendet. Das kann natürlich total blöd sein, was ich hier mache, aber. Das Ding scheiße. Ich durchsuche erstmal alles, bevor ich Recycler öffnen. Durchsuche erstmal alles, bevor ich ach so, die Materialien. Wir müssen es erst recyceln, bevor wir es bauen gehen. Das sagt mir das doch. Schrott übertragen. Ah, wie geil ist das denn? Dann hätte ich auch, oh, dann hätte ich das gar nicht gebraucht mit dem Inventar. Oh, scheiße. Wisst ihr was? Ich lade nochmal, weil ich habe ja gesagt, ich will es nicht verschwenden. Oh, fuck. Ich glaube, es ist schon drin, oder? Nee, oder? Ist noch nicht drin. Sehr gut. Ja, wenn ich das jetzt sowieso alles loswerde, dann wäre es ziemlich blöd, wenn ich dafür das dann, ne? Dann guck mal, wie viel Platz ich jetzt wieder habe. Nice. Wenn wir eine Banane essen, haben wir noch einen Platz mehr und so. Ja, also das macht schon Sinn. So. Recycler. Alles nehmen, bewegen, teilen, automatisch sortieren. Recycler können dazu genutzt werden, um ungewollte Gegner in synthetisches, mineralisches, organisches und exotisches Material um, aus dem du ein Primarial oder, okay.
Recyceln. Ergebnisse. Okay. Das ist natürlich auch geil gemacht, dass den Recycler hier einbauen. Synthetisches Material. Organisches. Exotisches. Mineralisches. Synthetisches. Wie geil das auch aussieht. Ich find's richtig geil gemacht. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Fan von so Crafting-Zeugs, aber das hier ist gerade irgendwie cool. So, und das wird dann hier so gesammelt. Das lässt sich also auch einfach stapeln. Das ist sehr schön. So, können wir denn jetzt schon was bauen? Ach so, da müssen wir auch an die andere Maschine ran, glaube ich, ne? Das ging jetzt nicht einfach so. Genau, wir könnten das nämlich jetzt rein theoretischerweise könnten wir das jetzt bauen, aber wir müssen da an die Maschine ran. Ah, das ist schon mal sehr geil gemacht. Das gefällt mir. Okay, das ist der nächste Schrott, glaube ich. Ja, okay, wir müssen noch mal recyceln, wie es aussieht. Das macht ja nichts. Rotzangenfabrikatorplan, okay. Wieso soll ich mir denn eine Rotzange bauen? Ich hab das Zeug doch schon. Morgan, you sweet. Noch ein Operator Dispenser, okay. Da liegt ziemlich viel Schrott rum, also da scheint gerne Schrott rumliegen zu haben. Aber egal, da bekommen wir noch mehr Material. Ah, und hier ist der Fabrikator. Da gehen wir dann gleich hin, keine Angst. Zu schnell, zu weit, eins. In Kennedys zweiter Amtszeit nahm der Wettlauf ins All neue Ausmaße an und wäre ohne seine Unterstützung wohl vollständig zum Stillstand gekommen. Mehrere Mondlandungen läuteten ein beschleunigtes Raumfahrtprogramm voller Tatendrang ein, sowohl in Regierungskreisen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, besonders im Gegensatz zu Kennedys erster Amtszeit, war der Umstand, dass es sich hierbei nicht um ein Rennen zwischen zwei Mächten handelte, sondern Sowjets und Vereinigte Staaten scheinbar gemeinsam in den Weltraum vorstoßen wollten. Da liegt noch eine Karte. Neuromod, 3 Neuromods. Wie geil ist das denn? Also man findet jetzt echt viele Neuromods. Da müssen wir dann vielleicht gar nicht so mega sparsam sein. Wobei ich immer noch gerne sie dann so einsetze, wie ich sie halt brauche. Ich meine, warum auch nicht? Vorher brauche ich die... Also vorher bringt es mir ja auch nichts, wenn ich die Neuromods eingesetzt habe. Also es sei denn, ich nehme so allgemeine Sachen wie erhöhte Gesundheit und zwar natürlich. Logisch. Aber ich glaube, jetzt haben wir den ganzen Müll. Ist natürlich nicht nochmal ganz so viel, aber das macht ja nichts. So, und jetzt bauen, Leute, bauen. Was, wenn ich gerade irgendwas mit Tutorial? Fabrikatoren nutzen Fabrikatorpläne, um Dutzende von nützlichen Gegenständen an Bord des Talos 1 herzustellen. Jeder hergestellte Gegenstand verbraucht eine Kombination aus organischem, mineralischem, synthetischem und exotischem Material. Okay. Das war jetzt ein geiles Tutorial. Medikit. Das war nicht der Plan. Industrierohrzange. Ja, bla bla bla. Ein flexibles und praktisches Werkzeug. aber... Geht das mit der Zeit kaputt oder so brauche ich das? Ich glaube, Schrotpatronen würde ich am ehesten nehmen. Hochgeschwindigkeitspatronen für Kaliber 12 Schrotflinten. Wie viele Medikits haben wir denn? 3 ist jetzt auch nicht so mega viel, ne? Aber ich hoffe ja eigentlich, dass ich damit gut zurechtkomme. Und Schrotpatronen haben wir ja fast gar keine. Und je mehr Schrotpatronen wir haben, desto weniger Medikits brauchen wir wahrscheinlich, weil wir nicht so viel Energie verlieren. Was braucht das? Zweimal, es braucht nur einmal das. Okay, okay. Ich denke, ich baue erstmal Schrotpatronen. Stellen. Zwölf Stück, why not? Können wir es uns nochmal leisten? Ja, nice. Aber nochmal nicht, okay. Ja, dann nehmen wir einfach noch ein Medikit mit, warum nicht? Auch geil, wie schnell das geht. Nice. Cool, cool. Nochmal können wir uns nicht leisten, weil ich glaube, Eisen fehlt halt, das weiß ich nicht, Mineralzeugs, irgendwas. So, ich glaube, wir haben alles. Also gucken wir uns mal den... Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt im Tresor. Welcher Tresor? Ach, hier.
Clue, Kanonenmunitionsfabrikatoren, ja, brauche ich eh nicht. Waffen-Upgrade. Du hast ein Waffen-Upgrade erhalten, damit kannst du Waffen verbessern. Oh, wie geht das? Mit Waffen-Upgrades kannst du deine Waffen verbessern. Um einen Waffen-Upgrade zu benutzen, wähle die Waffe, die du verbessern möchtest und drücke R. Wähle anschließend über Verbessern eine verfügbare Verbesserung aus. Hinweis, einige Verbesserungen erfordern fortgeschrittene. Okay. Na dann direkt die Pumpgun, oder? Verbessern. Makrabe. Feuerkraft. Erhöht die Feuerkraft. Mhm, sagt los. Rückstoß. Verringert den Rückstoß. Munitionskapazität. Also immer erstmal Schaden ist eigentlich das Wichtigste. Also nehmen wir natürlich Feuerkraft. Auf 49, sehr gut. Also ich muss sagen, bisher finde ich das Spiel ziemlich, ziemlich geil. Auch was das Crafting angeht, das ist nicht nervig, das ist cool. Verbesserung von Waffen, was will man mehr? Schauen wir uns das Video an. Wir lesen erstmal die E-Mails. Geschafft! Ende der Nachricht. Bitte nicht stören. Morgen, wie angefordert, werden Ihre Terminalprotokolle automatisch in Ihre Suite in den Besatzungsquartieren weitergeleitet. Außerdem erhalten Sie die Vorräte aus dem Maschinenlabor. Sagen Sie Bescheid, ob alles wohlbehalten bei Ihnen eingetroffen ist. Falls nicht, werde ich mich darum kümmern. Wie in der letzten Woche werde ich dafür sorgen, dass Sie in der Zwischenzeit nicht gestört werden. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich noch etwas für Sie tun kann. Ich halte vor Ihrem Büro die Stellung. Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen, aber es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wie normale Menschen verhalten können. Heute bist du an mir vorbeigegangen, als ob ich Luft gewesen wäre. Wenn ich dich mit irgendwas verärgert habe, sag es mir. Dann können wir darüber reden. So zu tun, als wüsstest du nicht, wer ich bin, hilft da nicht weiter. Wir müssen schließlich zusammenarbeiten. Mika, ah, seine Ex-Freundin vielleicht? Schau mich an, morgen. Hallo morgen, diese LGV-Datei sollte einige Dinge erklären. Sorge dafür, dass du beim Anschauen alleine bist. Ein Büro mit Ausblick. Bin ich gerade durchgegangen? Ja. Hallo Morgan, harter Tag? Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt! Ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte! Okay, ich bleib hier. Versprochen. Wird auch nicht gebrochen. Oh, wir können auch nicht speichern, okay. Tut mir leid, Morgan. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Ich frage, wo dieser January ist. Muss er auf irgendeinem Computer sein oder so? Ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal schießen kann. Wie in einem trüben Spiegel. Kann ich das auch kaputt machen? Oh. Dann würde ich sagen, speichern wir mal. Ach, es ist echt doof, aber ich kann keine weitere Folge jetzt aufnehmen. Ich hätte echt Bock.
jetzt weiterzuspielen, aber ist es gespeichert worden? Das speichert echt schnell, das Spiel, oder? Das ist geil. Ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.